Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Ah ja, fast wie damals, als Bilbo sich in Smaugs Nest schlich. Wir brauchen nur noch den Schlüssel, um die geheime Tür zu öffnen, und schon könnt ihr den inneren Bergfried betreten. Allerdings könnte es zu einer großen Herausforderung werden, diesen Schlüssel zu finden. Die alten Geschichten über Hellegrod, das ist die mächtige Zwergenhalle im Norden, die der Drache Thordok eroberte, berichten, dass nach ihrem Fall auch alle anderen Zwergenhallen in der Umgebung verlassen wurden. Die Zutrittssteine, die geheimen Türen zu diesen Hallen öffneten, wurden in einem kleinen Zwergengewölbe in der Nähe der Quelle des Brünen versteckt. Möglicherweise sind nur noch Ruinen des Gebäudes übrig, aber das Gewölbe ist mit Sicherheit noch da. Sobald wir im Besitz des Zutrittssteins sind, werden wir den inneren Bergfried Gabilasans betreten können. Reist nach Norden zur Quelle des Brünen und sucht bei Iskels Ausguck nach dem Gewölbe. Ihr werdet den Schneekreaturen trotzen müssen, die dort in den Schneewehen heimisch sind, aber ich denke, das sollte für euch kein Problem darstellen. Nehmt den Zutrittsstein. Kapitel 4, der Zutrittsstein. Los geht's. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Da oben. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier so viele Worte zu diesem Thorok verloren werden. Doch, klar. Klar werden da noch ein paar Worte zu verloren. Ist da drüben eigentlich? Gefährliche Feinde streifen durch das Land. Ja, ich weiß. Vor allem Bären, natürlich. Was gibt's denn bei dir? Darf ich euch irgendwie behilflich sein? Ach so, Zeichen des Schenkenden. Ich glaube, die kriegt man, wenn man die umherziehenden Bedrohungen bekämpft, die hier rumlaufen. Das sind allerdings Viecher, die sind für große Gefährtengruppen auf Stufe 90 bis 100. Würde ich denken. Also ich bin letztens hier durchs Nebelgebirge geritten und stand plötzlich vor einem Yeti-artigen, monströs großen Vieh, das fast 800.000 Lebenspunkte hatte. Da habe ich mich schon ein bisschen eingeschüchtert gefühlt. So, wir haben aber ein Level up gehabt und ich sehe, wir haben einen neuen Skill. Ein Führer nach Bruchtal. Och, dankeschön. Das ist sehr nett. Sehr, sehr nett, finde ich. Den werde ich mir gleich mal hier direkt neben dem Führer nach Bre platzieren. Das ist wirklich sehr praktisch, muss ich sagen. Also Führer nach Bruchtal, gerade hier in der Hauptgeschichte, der ist für die Zeitersparnis schon echt Gold wert. Denn wir werden noch ziemlich oft nach Bruchtal zurück müssen. Und das nicht immer nur von so nahegelegenen Orten wie dem Nebelgebirge aus, sondern mal Angmar oder sowas. Und Angmar ist wirklich nicht um die Ecke. Da hat man ein bisschen was zu tun. Als ich damals mit meinem Hauptcharakter, mit Torwert hier, das Hauptquest gemacht habe, also vom Band 1, dann die Bücher, die restlichen noch bis zum Schluss, die ja dann alle sich irgendwie um die Geschichte in Angmar drehen, da bin ich bald wahnsinnig geworden mit dem Hin- und Hergereise. Wobei es eigentlich, würde ich sagen, in Moria fast noch schlimmer ist, wenn du Moria machst und alle Aufträge dort mitnimmst. Ich habe damals mir halt gesagt, du gehst erst aus Moria raus, wenn du in Moria fertig bist. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, ganz ehrlich. Weil das schon sehr, sehr lange dauert und du siehst halt kein Tageslicht, wenn du in Moria bist, ne? Du bist unter der Erde. Da ist sonst nichts. Und als ich noch keine schnelle Reise hatte, die hat man ja nur, wenn man mal VIP war, dann ist es halt nicht so gemütlich. Da braucht man echt lange für das Reisen. Weil man eben die ganzen Ritte immer in Echtzeit über sich ergehen lassen muss. Und es war dann sehr oft so, dass ich auf den Ritt gedrückt habe und dann erstmal einen Kaffee trinken gegangen bin, so ungefähr. Na gut, wir haben aber den Zutrittsstein gefunden. Ihr habt den Zutrittsstein gefunden. Wunderbar. Bringt ihn zu Gläuen. Das war jetzt eine verdammt herausfordernde Aufgabe. Ich weiß. Naja, was soll's. So, ich reite mal hier so durch. Ich glaube, einer von denen wird mich wohl... Ja, natürlich. Einer musste mich ja angreifen. Ich glaube, dazu waren sie doch dann zu nah beieinander. Egal. Ist mir völlig Rille, weil wir einfach viel zu schnell für die sind. Was soll ich mich denn groß mit Kämpfen gegen die beschäftigen, wo es noch kaum Erfahrung dafür gibt und wo ich gerade Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß, als gegen Schneekreaturen zu kämpfen. Ach, Schneelauerer heißen die, siehste mal. Die Sumpfschleicher des Gebirges sind die Schneelauerer. Okay, zurück zu Gläuen.
Ich habe jetzt bloß nicht ganz verstanden, der Zutrittsstein, ist das jetzt der Schlüssel oder ist das der Schlüssel zum Schlüssel sozusagen? Also bringt das Ding uns was, um den Schlüssel zu erlangen, oder ist das jetzt schon der Schlüssel? Den Punkt habe ich jetzt nicht so ganz verstanden gerade, muss ich zugeben. Ist halt Zwergenkonstruktion, ne? Da blickt sowieso keine Sau durch, außer einem Zwerg. Wer denkt sich sowas aus auch? Aber auch aus, meine Güte. Das Reden ist schwer. Es ist spät. Sehr spät. Naja, nee, es geht noch. Kurz nach 12 angefangen. Ich habe jetzt in letzter Zeit schon schlimmere Aufnahmezeiten gehabt, muss ich zugeben. Gut, zurück zu Gloin. Mal sehen, was er damit anfangen kann. Nicht trödeln! Ja, tatsächlich, das ist der Zutrittsstein, von dem ich gesprochen habe. Gut gemacht, Algier. Jetzt kann die eigentliche Arbeit beginnen. Kommt und bleibt einen Augenblick. Kapitel 5, die letzte Zuflucht. Und wir sehen, es ist eine Gefährtengruppenaufgabe. Jetzt, da wir den Zutrittsstein haben, ist der Weg in die Grimhorn-Festung frei. Nun könnt ihr euch sowohl dem Nazgul als auch Skorgrim stellen. Doch die Herausforderung ist groß und ihr werdet Hilfe benötigen. Schaut am besten einige Verbündete um euch. Ach, Verbündete. Da die Bewältigung dieser Aufgabe Skorgrims Leben hoffentlich ein Ende setzen und dies ein großer Segen für das Volk Durins sein wird, wird mein Sohn Gimli euch begleiten und im Kampf unterstützen. Ja, nachdem wir schon mit Legolas gekämpft haben, ist jetzt Gimli dran. Ich werde ihm den Zutrittsstein und das geheime Zwergenwissen anvertrauen, das nötig ist, um das Tor zu öffnen. Geht nun, schart Verbündete um euch und bereitet euch auf den Kampf vor. Sprecht mit Gimli, sobald ihr bereit seid. Er befindet sich in einem der Gästezimmer in Elrons Haus. Ihr könnt dann gemeinsam aufbrechen und er wird euch den geheimen Zugang zum inneren Bergfried öffnen. Dies wird ein großer Tag für die freien Völker sein, Algier. Ich werde eure Rückkehr und die Geschichte eures Sieges mit Eifer erwarten. Diese Aufgabe ist für eine Gefährtengruppe bestimmt. Falls ihr sie dennoch allein bestreiten wollt, erhaltet ihr einen Inspirationsbonus. Doch die Herausforderung wird groß. Kein Problem. Und da können wir auch mal unseren neu erworbenen Skill nutzen, den Führer nach Bruchtal. Mal sehen, wo es uns raushaut. Ich bin gespannt. Ich meine, Bruchtal ist groß. Das kann ja überall sein, theoretisch. Vielleicht gleich vor den Gästezimmern oder vor Elrons Haus? Ich glaube, auf Dauer gesehen ist Elrons Haus vielleicht besser. Okay, das ist in Ordnung. Das ist eigentlich noch besser. Das ist ein Kompromiss aus beidem. Von da aus ist es nicht weit zu Elrons Haus und auch nicht zu den Gästezimmern. Schön. Die machen es einem komfortabel. Das gefällt mir. Also ich muss sagen, im Nachhinein beglückwünsche ich mich sehr zu der Entscheidung, einen Jäger genommen zu haben für das Let's Play. Weil es eben doch die Zeiten extrem verringert, die wir hier verbrauchen für die Reisen. Na gut, dann wollen wir mal zu Gimli gehen und mal schauen, ob er ein bisschen kampfeswütiger als Legolas vielleicht noch ist. Können wir uns ja schon vorstellen eigentlich, dass er das ist. Ja, ob es mit ihm genauso schön wird mit Kämpfen, wer weiß. Und Bundu Chateau. Werde ich euch bald wiedersehen. Ach ja, die Silberzinne und der Karadras. Ich weiß gar nicht, welcher von den beiden der Karadras war. Seraxigil ist auf jeden Fall die Silberzinne. Das sind die drei Berge, die... Rothorn ist doch der Karadras, ne? Ich glaube, der erste, der hier mit aufgeführt war, war der Karadras, also das Rothorn. Das sind die drei Berge des Nebelgebirges, die da als große Gipfel aufragen. Dort, wo Moria ist, in der Ecke. Na ja, gut, wollen wir mal mit Gimli reden. Ah, hallo Algier! Uns steht eine ruhmreiche Schlacht bevor. Seid ihr und eure Verbündeten bereit? Mein Vater hat mir den Zutrittsstein geschickt. Ich bin also vorbereitet. Ziehen wir in die Berge und vernichten wir Skorgrim und seine Grimhans. Auf geht's. Um Durins nach Rache verlangendem Volk zu entgehen, haben sich Skorgrims Grimhans in ein altes Zwergenlager hoch oben in den Pässen des Nebelgebirges zurückgezogen. Dort schmieden sie bereits Pläne für den Tag ihrer Rückkehr, der immer näher rückt, wenn man ihrem Tun nicht ein für alle Mal ein Ende bereitet. Ich muss sagen, das Sprechen der Zwerge, das ist auf Dauer echt gemein. So viele Zwerge hier in der Ecke jetzt. Oh Gott, wie wird das erst in Moria werden? Dort gibt's fast nur Zwerge. Naja, gut, was soll's. Seht euch das an! Die Instanz, die letzte Zuflucht. Skorgrim muss glauben, dass die Wände seiner Festung ihn schützen werden, so hoch und dick wie sie sind. Doch er weiß nichts von dem Zutrittsstein, den ihr wieder beschafft habt.
Wir werden uns durch seine restlichen Verteidigungslinien kämpfen und vielleicht werde ich ihm die Chance geben, aus dem Haupttor zu treten, um sich mir zum Kampf zu stellen. Er hat keine Ehre im Leib, weshalb meine Herausforderung unbeantwortet bleiben könnte. Wie dem auch sei, meine Axt dürstet nach einer Chance, diesem närrischen Grimhand ein Ende zu bereiten. Seid ihr bereit? Die Grimhands haben keine Chance gegen uns. Helft Gimli, aber gern doch. Euer Untergang ist gekommen, Grimhands. Lasst uns ein paar Zwerge schlachten. So, schnell eine Falle gebaut. Für Skorgrim! So, jetzt helfe ich dir dann auch mal. Stille! Der Tod ist nahe! Ach, schön. Ihr habt keine Chance gegen uns. Zwerge hauen. Eine tolle Aufgabe. So. Ach, sind schon alle tot. Na dann. Ich bin doch gerade erst warm geworden. Na gut, weiter geht's. Ich glaube, wir werden noch mehr als genug Zwerge hier haben, die uns bekämpfen. Der Gabila sah ein Vorarbeiter, sieht ja auch total gemütlich aus mit seinem Auge da noch drüber. Aber ich meine, gut, wir haben ja auch einen Bonus. Im Prinzip ist er ja jetzt nicht stärker, als wir es sind. So. Da haben wir ihn ja auch schon fast. Ging schneller als gedacht. Gut, okay, der ist auch nochmal so einer. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich will eigentlich ungern den Skill hier benutzen, um meinen Fokus aufzuladen, muss ich zugeben. Ja, machen wir es doch so. Ja, das läuft. So, schnell aufgeladen, bevor der nächste Kampf beginnt. Wunderbar. Hat noch funktioniert. Dann können wir es doch mal wieder mit einer Falle probieren, theoretisch, ne? Schön. Ach, das ist ja ein ganz kleiner, der hat ja bloß 2000. Ist ja niedlich. So, sein Hauptmann ist da schon ein bisschen aus härterem Holz geschnitzt, aber auch den kriegen wir natürlich klein. Ich bin verletzt! Wo sind meine nichtsnutzigen Wachen? Oh, da kommen tatsächlich Wachen. Beschützt den Hauptmann! Ich dachte, er sagt das jetzt bloß so zum Spaß, aber da kommen ja tatsächlich welche. So, lass dich mal pieksen, mein Freund. Na, Algier, wirst du wohl? Gut. Voller Fokus, da können wir wieder ein bisschen rumwüten. Das ist jetzt gemein. Ich würde den ja gerne anwenden, aber er ist noch nicht wieder bereit. Und jetzt, wo er wieder bereit ist, kann ich ihn wieder nicht mehr benutzen. Sehr fies. So, Gimli hat noch... Ach, der hat noch gut Lebenspunkte. Ja, da muss ich mir keine Sorgen machen, glaube ich. Riesen! Dieser Kampf könnte härter werden, als ich gedacht hatte. Ach komm, nur weil die groß sind. Das wird auch nicht schlimmer als vorher. Winziger Zwerg, ich werde dich zerquetschen. So viel Redundanz in deinem Gequatsche, winziger Zwerg. Das ist sinnlos. Na gut. Ich glaube, du weißt nicht mal, was Redundanz ist, oder? Wenn ich dich so anschaue. Ich meine, theoretischerweise müsstest du ja ein großes Gehirn haben, aber... Die Größe ist ja nicht alles. In jeglicher Hinsicht. Gut. Und da Größe nicht alles ist, niete ich dich problemlos um. Neue Tat, Riesenbezwinger. Wuhu. So, schauen wir mal kurz, wie viele müssten wir denn platt machen? 80 Stück, ja. Fluch der Titanen. Klingt aber eigentlich gar nicht so uncool, ne? Gibt auf jeden Fall schlimmere Titel. Naja, ist trotzdem nicht meins. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, 80 Riesen zu töten, ganz ehrlich. Kann ich mir Spannenderes vorstellen. Hey! Lässt du mich mal an Ort und Stelle stehen, bitte? So. Okay, geht weiter, Gimli, komm. Ich dachte eigentlich, wir schleichen hier durch irgendeinen Hintereingang rein. Ich merke noch nicht so viel davon, ehrlich gesagt. Das sieht jetzt nicht nach über Hintereingang reinschleichen aus, was wir hier machen. Gut, Gimli wird schon wissen, was er tut. Wobei, manchmal bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich
Ich meine, Gimli ist ein Zwerg. Zwerge wüten meistens einfach nur rum, wenn es ums Kämpfen geht. Wer ist denn dein Meister? Ich will es gar nicht so genau wissen. Also, wenn das hier irgendwas mit SM-Spielchen zu tun hat, ich will deinen Meister nicht kennenlernen. Ich stelle mir gerade vor, dass hier so ein Lack- und Lederzwerg irgendwo rauskommt. Haltet dieses Tor, ihr Faulpelze! Wäre sicherlich auch ein belustigender Anblick. Mit so einem kleinen Gummiball noch im Mund vielleicht. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja Zwerge, die auf sowas stehen. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir zumindest schon mal richtig drin in der Festung. Und ich glaube, hier hinten kommt niemand mehr, ne? Ich glaube, wir sind gleich am Ziel unserer Reise vorerst. Schauen wir einfach mal. Ich meine, momentan ist es ja recht gediegen. Momentan können wir ja hier gemütlich unser Ding machen. Und sind dabei nicht vor allzu große Probleme gestellt. Na komm, Gimli, dann... Ruhen wir uns einen Moment hier aus, bevor wir diese Schurken ein für alle Mal erledigen. Okay, ich dachte, du willst jetzt hier schon deine Herausforderung ausrufen. Aber dann lass erst mal eine Runde chillen, genau. Hast du eine Shisha dabei oder so? Wir können uns ja hier ein bisschen gemütlich machen. Naja, ich bin ja schon wieder bereit. Also weiter. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich werde Skorgrim herausfordern, nach unten zu kommen. Und sollte er nicht kommen, such mir die verborgene Tür. Ach so, wir sind noch gar nicht so weit, dass die verborgene Tür wichtig geworden ist. Helf Gimli! Lasst uns hören, was Skorgrim zu sagen hat. Skorgrim, du kannst dich nicht für immer verstecken. Ihr seid ein Narr, Gimli, Sohn des Gloin. Ihr könnt nicht ernsthaft glauben, diese dicken Wände passieren zu können. So sei es. Wenn du nicht runterkommst, Skorgrim, kommen wir hoch. Aber ich dachte, ihr redet ein bisschen länger. Ich wollte gerade was trinken mal. Na gut, dann müssen wir uns halt einen Weg drumherum bahnen, freikämpfen. Kein Problem. Ich bin mittlerweile schon recht geübt darin, euch hier zu vernichten. Euch zernichten. Jedes Verb, das das Präfix zer bekommt, klingt gleich ein ganzes Stück martialischer, finde ich. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hatte. Irgendjemand hatte das mal gemeint. Und ich konnte ihm nur zustimmen. Seitdem wird alles zernichtet, wenn es ganz heftig zerlegt werden soll. Statt vernichtet zu werden. Auch dieser Riese wird zernichtet werden. Gut, jetzt muss ich aber doch mal einen Meter ran, um meinen Stich hier durchzuführen. Der mir ja dann meinen Fokus auch wieder ein bisschen auflädt. Ach, den Stachelpfeil wollte ich gar nicht machen. Der Donnerfürst verlangt euren Tod. Der Donnerfürst ist übrigens ein Riesenherrscher. Den werden wir aber hier nicht kennenlernen weiter. So, jetzt nehme ich doch mal hier den Skill. Der sollte sich ja wieder aufgeladen haben, bis es dann irgendwann mal interessant wird. Weil jetzt so viele hier kommen, da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das so machen. Zu mir, Grimhans, zu mir! Halt mal die Klappe und kämpf alleine, du Feigling. Oh nein. Och Gimli, musst du dich gleich mit allen gleichzeitig anlegen? Das muss doch nicht sein. Der Kerl macht einen fertig. Zwerge eben. Ach, warum bloß einen Gegner nach dem anderen bekämpfen? Wir können auch alle gleichzeitig zerlegen. Ist klar. Naja, was willst du machen? Man kann sich's nicht aussuchen hier. Okay, ich nehme den Vorarbeiter. Wer haut denn hier? Haut er auf mich? Nee, ne? Gimli, kümmer du dich mal um deinen. Überlass den hier mir. So, den kriege ich auch noch so hin. Gimli, bekämpfe den, der bei dir steht. Er ist wahrscheinlich eine so geringe Bedrohung für ihn, dass er gar kein Bedürfnis hat, den zu hauen. Kommt her, ihr nichtnutzigen Riesen! Wofür bezahlt euch mein Meister, wenn nicht hierfür? Oh nein. Der rasche Zwerg hat uns Gold versprochen.
Und wo ist der denn jetzt gekommen? Keine Ahnung. Da ist er einfach da auf einmal, der Riese. Naja, warum nicht? So, jetzt erstmal den Zwerg hier weggeräumt. Macht Hackfleisch aus ihnen. Mit wem genau redest du eigentlich, Riese? Hast du irgendwelche anderen Persönlichkeiten in dir drin? Du bist alleine hier. Weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Naja, ist nicht mein Problem. Muss er mal zum örtlichen Psychologen gehen. Insofern es sowas hier im Nebelgebirge gibt, keine Ahnung. Gut, damit hätten wir jetzt den Haufen schon mal weggeräumt. Also ich meine, gefährlich wurde es ja jetzt nicht, aber es nervt halt ein bisschen, weil es in die Länge zieht. Weil man eben als Jäger immer den Fokuswert aufladen muss. Sie haben nicht daran gedacht, die verborgene Tür zu bewachen. Das wird ihr Ruin sein. Gut, lassen wir den links liegen dort. Ich werde den Zutrittsstein benutzen, um die Tür zu öffnen. Die Zeit hat es nicht gut gemeint mit diesem Mechanismus. Und jetzt müssen wir den Nazgul und Skorgrim finden. Cool. Cool. Eine wirklich sehr verborgene Tür. Aber der Mechanismus ist natürlich nicht allzu verborgen. Egal, wir gehen rein und werden uns Skorgrim mal zur Brust nehmen. Sind wir jetzt wirklich drin? Hier sieht es irgendwie genauso aus wie gerade eben schon. Na gut. Du wirst schon wissen, was du tust, Gimli.